Ich bin Axel Primavesi und als Kind habe ich total gerne mit meiner Modelleisenbahn gespielt. Die Dampflokomotiven, die haben mir dabei immer am allerbesten gefallen. Deshalb freue ich mich auch so, heute hier bei der Rigibahn mitfahren zu dürfen. Es ist die letzte Dampflokomotive mit einem stehenden Kessel, die immer noch fährt. Und sie war die erste Bergbahn in Europa. So, jetzt kann's losgehen. Heizer Erik Gauthier und Lokführer Martin Horath nehmen mich heute mit. Hallo. Erik. Martin. Ich freue mich auch. Für den Dampf muss es brennen. Darum kümmere ich mich zusammen mit dem Heizer Erik Gauthier. Der Kolben und der Schieber müssen geschmiert werden. Und das ist ja unter Dampf, also es hat 150, 180 Grad. Okay. Da brauchst du ein spezielles Öl. Jetzt zudrehen? Genau. Der gut schmiert, der gut fährt. Das hier ist die Druckanzeige. Da kann ich sehen, wie viel Druck im Kessel ist. Jetzt haben wir hier 2,89. Wo müssen wir hin? 13 müssen wir erreichen. Okay. Und dann wird es ernst für mich. Meine Aufgabe, die mehr als 12 Tonnen schwere Lok, Baujahr 1873, mit Waggons in den Bahnhof zu fahren. Natürlich ohne Passagiere. Gott sei Dank hat mir Martin Horath kurz erklärt, wie das geht. Und er schaut mir genau auf die Finger. Gemacht habe ich sowas nämlich noch nie. Geschafft. Wofür ist diese Schiene in der Mitte hier gut? Ja, das ist unsere Zahnstange. Wir sind eine Zahnradbahn. Bei uns läuft der Antrieb und die Bremsen alles nur über die Zahnstange. Das Zahnrad vom Triebfahrzeug greift ein und das gibt einen sicheren Halt. Und dann geht die Fahrt endlich los. Mit Passagieren. Auch für die ist das ein ganz besonderes Erlebnis. Denn diese Lok fährt nur an wenigen Tagen im Jahr. Ansonsten sind andere moderne Züge auf der Strecke unterwegs. Die liegt mitten in der Schweiz. Unsere Fahrt beginnt im Bahnhof von Goldau und führt uns auf den Berg Rigi bis nach Rigikulm. Danach geht es auf der anderen Seite herunter nach Fitznau am Vierwaldstätter See. Seit 1871 gibt es die Zugstrecke. Sie war die erste Bergbahn in Europa. Damals eine Sensation. Der Kessel muss während der Fahrt immer wieder mit Kohlen befüllt werden, so wie früher. Das mache ich natürlich gern. Okay, komm drauf. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 Stundenkilometern schaffen wir es fast pünktlich bis auf die Spitze der Rigi. Die Aussicht ist tatsächlich eindrucksvoll. Als Lokführerlehrling habe ich aber keine Pause. Erik, warum ist es so wichtig, die Lokomotive jetzt so zu putzen zwischendurch? Wenn du jetzt mit der Putzlumpe schön putzt, oder merkst du oder spürst du vielleicht, ob eine Schraube los ist, oder? Okay. Jetzt geht es den Berg wieder herunter. Wenn die Lok Nummer 7 gemächlich auf der Strecke unterwegs ist, müssen alle anderen Züge etwas Rücksicht nehmen. Die tolle Aussicht auf die Alpen kann man natürlich bei dem langsamen Tempo viel besser genießen. 2021, zum 150. Jubiläum der Rigibahn, wurde die Lok wieder fahrbereit gemacht. Nach rund einer Stunde seit dem Start auf dem Gipfel erreichen wir den Bahnhof von Fitznau am Vierwaldstätter See. Und dann muss ich noch mal ran. Ich darf die Lok auf die Drehscheibe und dann in den Schuppen fahren. Ganz alleine. Also, fast. Was willst du denn sagen? Wie habe ich mich denn heute geschlagen? Ja, du hast das sehr gut im Griff gehabt. Du bist ja selber gefahren. Also, ich kann dir fast dein Diplom ausstellen. Vielen Dank. Das war wirklich toll. Und ich hätte nie gedacht, dass ich selber fast ganz alleine mit der Lokomotive fahren darf. Und die Ausblicke oben auf dem Berg, die waren wirklich toll.